Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute wieder einmal um Gerüchte. Und zwar um ein neues Smartphone von Huawei. Und zwar ist es nicht irgendein Smartphone von Huawei, sondern eines der wichtigsten Smartphones, welches Huawei in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Und zwar geht es um das P20 Lite. Das P20 Lite war im vergangenen Jahr das meistverkaufte Smartphone in Deutschland. Und verschiedene Leute werden jetzt sagen, wie kann das sein, dass noch ein P20 Lite rauskommt, denn es ist ja schon eins rausgekommen letztes Jahr und vor einigen Monaten wurde das P30 Lite vorgestellt. Ja, das stimmt. Trotzdem kann man das P20 Lite, also die neuere Version, so betrachten, dass es ein billigeres Smartphone von Huawei ist, was aber auf dem neuesten Stand ist. Also es wurde einfach aktualisiert. Und zwar wird es einfach Huawei P20 Lite heißen, und zwar die 2019 Version. Das Display soll 5,84 Zoll groß sein und mit einer Full HD Plus Auflösung gar nicht mal so übel sein. Es wird jetzt keine Notch mehr verbaut, also keine obere Auskerbung mehr am oberen Displayrand wie beim P20 Lite, also das ältere Modell, sondern jetzt soll oben links im Display ein Kameraloch, sagen wir mal so, verbaut werden. Und zwar wird die Kameralinse von der Frontkamera in dieses kleine Loch verbaut werden. Als Prozessor wird natürlich ein stärkerer Prozessor als beim alten Modell verwendet, und zwar der Kirin 710, das ist ein Prozessor von Huawei, mit einem 8-Kern-Prozessor, der mit 2,2 GHz taktet und 4 GB RAM unterstützt. Der Speicher ist je nach Modell zwischen 64 und 128 GB groß. Hierbei ist aber sehr wichtig zu erwähnen, dass man dies auch per MicroSD-Karte vergrößern kann, wie bei den meisten Huawei-Smartphones, was ich immer noch super finde. Die Hauptkamera, also die Kamera auf der Rückseite, hat 24 Megapixel. Beim Akku ist man sich noch nicht ganz sicher, man geht aber davon aus, dass es sich um ein 3000 mAh großes Akku handeln soll, wie auch beim P30 Lite. Die Farben, da kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Smartphone in Schwarz, Blau und Rot erscheinen wird. Und dann kommen wir ganz zum Schluss noch zum Preis. Beim Preis ist man sich auch unsicher, da verschiedene Händler in der Schweiz zum Beispiel das Smartphone für 250 Euro gelistet haben. In Italien wurde es für 350 Euro gelistet. Aber im Großen und Ganzen kann man von 250 bis 300 Euro sprechen. In dieser Preisklasse wird das Smartphone mit einer großen Wahrscheinlichkeit verkauft werden. Das war's dann auch schon mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert und schreibt gerne Kommentare über das Smartphone und über neue Ideen. Ich sage bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ciao.